Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Schlimme ist, dass die meisten denken, wenn sie von privat kaufen, dass sie günstiger kaufen. Das ist in der Regel der erste Irrtum. Dem ist nicht so, weil der Privatmann auch ganz genau weiß, der rechnet jetzt so und denkt sich, er spart die 6%, also schlage die 6% gleich oben drauf. Und klar, wenn Sie jetzt ein Objekt von privat kriegen, ja, dann ist es aber manchmal so, vielleicht nicht schlau, jetzt irgendwie ein extrem niedriges Angebot zu machen, weil dann der Verkäufer vielleicht stinkig ist auf Sie und sagt, nö, ja, das ist jetzt so ein niedriger Preis und mein Haus ist mir das auf jeden Fall wert und ich habe das alles, ich habe hier, super, danke, ich habe hier 30 Jahre lang gespart, ja, und habe hier so und so viel, zigtausend D-Mark oder Euro reingesteckt und dann sagt er, nö, dann behalte ich es lieber. Kann auch passieren. Ja, deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn es wirklich ein guter Makler ist, dass Sie so ein bisschen dieses Spielchen spielen können, Good Cop, Bad Cop. Ja? Sie sind der Gute, Sie sind der Käufer, Sie wollen das Haus ja haben, ja? Aber Sie schicken den Makler einfach vor und sag dem mal, was weiß ich, 250.000 würde ich 240.000 zahlen, aber dafür sitzen wir morgen beim Notar. Ja? Und dann können Sie das nutzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!